Ahu, liebe Schildmeinbeginger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Citadel mit eurem Merk Vikings oder natürlich mit unserem Halber. Gestern haben wir die Beete fertig gemacht, es hat funktioniert, wie man es hergestellt, der Sprinkler hat am Ende Wasser gegeben und heute soll es sein, dass wir uns einen Sattel herstellen. Dafür werden wir noch ein paar Materialien sammeln müssen und ich würde dann auch gerne heute schon das erste größere Tier in dem Bereich, 1330, was wir da haben, den würde ich gerne mitnehmen. Hier haben wir noch den Runenstein. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir kurz hier Leder herstellen. Genau. Können wir das auch so machen, dass es schneller geht? Nö. So, dann stellen wir die 35 Leder her. Die werden gemacht. Und dann brauchen wir die 30. Habe ich. Hier habe ich die Leder. Wir brauchen noch Runensteine. Stoff haben wir auch am Start. Sehr gut. Die Edelsteine. Die können wir kurz wieder hier hochschaffen. Irgendwas fietscht hier draußen rum. Da gehen wir jetzt gleich mal gucken. Das scheint ein Skelett zu sein oder was da auch immer da draußen rumhüpft. Wir gucken mal gleich. Wir gehen mal heute durch die Tür. Wir müssen nämlich auch noch Runensteine mitnehmen. Da drüben. Da drüben rennt er rum. Ja, mit unserer neuen Waffe, die wir haben, die ist schon super. Also muss man wirklich sagen. Auch die Handschuhe sind richtig, richtig gut. So, da drüben haben wir Runenkristall. Den holen wir uns gleich noch. So. So, dann haben wir die Mission mit den Schweinen auch erledigt. Die hat man nämlich auch noch on top. Sehr, sehr geil. Oh, da ist ein schöner Wolf. Ein düster Wolf, Level 9. Ich möchte aber was Hohes. Wenn wir den Sattel schon herstellen, möchte ich auch ein hohes Tier haben. So, das dürfte reichen. Ach, jetzt ist der Runenkristall auch gespawnt. Ist ja super. Hier ist unser erstes Pflänzchen. Warte mal, können wir hier mehr einpflanzen? Wir können hier ja mehr einpflanzen. Ach, guck mal, hier kann man 6. Wow, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, dann pflanzen wir die aber auch noch ein, bevor wir losgehen. So, und dann gucken wir jetzt mal schnell, ob wir das Leder schon da haben. Nee, abbrechen. Jawohl, sehr cool. Dann können wir uns den Sattel bauen hier an der Werkstatt. Einmal den Sattel gebaut, sehr gut. Dann gehen wir jetzt kurz nochmal. Ein Mutant ist gespawnt. Sehr gut, hier haben wir nochmal 4. Dann nehmen wir die 2 noch mit, dann sind wir nämlich da auch durch. Dann nehmen wir den Dünger mit, dann pflanzen wir das noch raus. So, das können wir da rein tun. Warte mal, das müssen wir hier behalten. Das tun wir hier rein. Ich will es auf jeden Fall auch gleich wieder ordentlich haben. Damit wir eine Übersicht haben, was wir hier alles da haben, was nicht, ne? Ja, ganz klar. Hier, das brauchen wir. Die Milch und so weiter. Das nehmen wir nachher mit. Hier war Leder drin. Oh, feines Leder. So, der Sattel ist gemacht. Ist gleich fertig. Wir gehen kurz pflanzen. Und dann gehen wir los. Alter, dass man hier 6 mit Stück reintun kann, das ist natürlich geil. So, der kommt da rein. Und der kommt da rein. Und dann machen wir hier hinten noch die Krähenbeere rein. Boah, das ist ja dann super ergiebig hier mit den Parzellen. Sehr geil. So, wir düngen den hoch. Gewässert ist er durch den Sprinkler. Er ist perfekt. Ist perfekt. Macht super Spaß. So, der Sattel läuft. Da werden wir auch gleich durch sein. Und dann können wir uns schon mal gucken, wo wir gleich hinfliegen. Wie lange braucht er noch? Ja, ist gleich durch. Sehr gut. So, die Milch geht rüber. Das Fleisch geht rüber. Kochen müssen wir dann auch irgendwann nochmal. Und die Skelette... Die Knochen, nicht die Skelette, die machen wir hier. Sehr cool.
Dann ist der Sattel auch so gut wie fertig. Das ist schön, wenn es alles so harmoniert und funktioniert. Perfekt. Finde ich gut. Oh, gib her den Sattel. Zack. Jetzt gucken wir mal in der Map, wo können wir denn hin? Also ich weiß, dass es hier auf jeden Fall heftig war. Ne? Hier war ja diese Schwere. Wir lassen uns mal hier hin gleich. Zum Thron von Ignus. Und dann gehen wir mal hier gucken heute. Dann reisen wir zum Thron von Ignus. Weil da war ja das schwere Gebiet. Und dann gucken wir mal so rechts rum. Wo wir da so landen können. Genau, hier können wir auch gleich die Aufgabe mit dem Wildschwein abgeben. Sehr cool. Sehr gut gelandet. Bist du da halber? So, gesalztes Pferd gibt's und eine Eisessenz. Oh, welche Aufgabe hast du noch für uns? Bären besiegen. Das nehmen wir natürlich auch an. So, da drüben müssen wir hin. So, wir wollen hier hoch. Genau. So, da sind wir. Schweres Gebiet. Jetzt gucken wir mal aus, wo wir so gucken. Ich würde sagen, wir gucken mal hier so über die Mountains rüber und nehmen uns mal das Ziel vor. Wo ist es denn? Das sag mal, da ist es. Oh. Das wäre jetzt aber fast schwer in die Hose gegangen hier. Laufen wir mal hier so ein Stück lang. Dass wir hier auch auf jeden Fall ein bisschen wieder Mana aufbauen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Okay, das funktioniert auch jetzt mittlerweile mit den Tasten. Das wollte ich gerade testen. Hier hat der Hase nämlich schon Level 9. Das ist nämlich sehr gut. Titanwurz, siehst du? Neue Pflanze haben wir da entdeckt. Vielleicht haben wir ja Möglichkeiten, da auch Seeds herzustellen. Da müssen wir dann auch nochmal gucken. So, ein Spalt ist da. Ein Spalt haben wir ja gelernt, ist was ganz was Feines. Alva, kommst du hier runter, ohne dass du dir was brichst? Wir gehen mal den Weg, ja? Okay, da rennen die Hasen rum. So. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt gleich für so ein Camp finden. Wir müssen jetzt langsam auch mal in die großen Camps. Wir sind jetzt Stufe 24. Es läuft eigentlich ganz gut. Wir haben genug Leben und Heilmittel da. Da ist ein Hase. Level 7. Da ist ein Skelett anscheinend. Da läuft's. Oh, was haben wir denn hier? Büffelfilz. Ein feuriges Skelett und sowas meine ich. Guck dir das mal an. Hier sind die Viecher halt extrem groß und den würde ich jetzt schon gerne mal. Oh wow, der tut uns aber auch böse weh. Oh, der tut uns aber richtig böse weh. Oh, der hat uns richtig böse weh getan. Eieieiei. Das war jetzt unglücklich, aber wir können rüberreisen. Das ist jetzt nicht das Problem. Boah. Also jetzt mal ganz ehrlich, das war jetzt schon aber... Muss ich hier raus hier? Das war krass. Das war krass. Damit habe ich so nicht gerechnet. Und da weiß ich ja nicht mal, ob man die überhaupt tamen kann, ne? Das war ja das nächste. Wo ist denn hier der Alter? Ich gibt's hier keinen oder was? Doch, hier. So, einmal Mana auffüllen.
Und der Teleporter ist da oben. Ich denke mal, das muss ich dann eher so auf einem Besen machen. Könnte ich mir vorstellen. Geil wäre es ja, wenn es die Piolen jetzt auch noch auffüllen würde, ne? Wäre ja super. So. Ich habe den Besen verloren. Boah, das ist ja unglücklich. Ich wollte gerade fliegen und es ging nicht. Jetzt müssen wir den ganzen Weg laufen. Boah, das ist ja extremst unglücklich. Na ja, dann. Geht's halt runter, ne? Was haben wir hier? Guck mal. Die Helgi! Mhm. Initiatenroben herstellen. Ich nehme es mal an. Wir können ja die Aufgaben annehmen. Das ist ja jetzt nicht so. Ne? Aber die hätte ich ja auch mal früher sehen können. Naja, aber lieber später als nie, ne? Jetzt heißt es erstmal unseren Loot wiederholen. Sind wir überhaupt die Richtung gelaufen? Klar, müssen wir ja. So, ich würde jetzt gern mit euch, naja, ihr wisst schon, fliegen, aber es geht leider nicht. Ich hoffe, wir sterben nicht, wenn wir hier runter jetzt gehen. Oh, nee. Das war gut. Und Glück. Ach so, rennst du auf einmal schneller, oder was? So, da haben wir gleich unseren Loot wieder. Sehr gut. Aber mit dem Skelett brauchen wir uns nicht anlegen. Die machen ja richtig böse Damage mit ihrer Feuerkraft. Das ist ja krass. So, genau, jetzt geht's hier runter. Halva, mach ruhig, ja? Naja, da hängt er schon rum, der Drecksack. Da läuft's. Ja, jetzt hat sich auch wieder geheilt. Nur wo ist unser Loot jetzt? Boah, das ist doch Wahnsinn. Wo ist denn jetzt unser Loot? Wenn ich nicht weiß, wo mein Loot ist, ist das richtig kacke, ne? Sterben, sterben, sterben. Es ist wieder so weit heute. Ach, das ist nervig jetzt. Aber was willst du machen? Ist halt, ne? Wenn du dich mit Großmächten anlegst, dann musst du halt damit rechnen, dass du einen auf den Sack kriegst. Oh, komm. Scheiße. Der ist aber auch stark, hey. Was ist denn jetzt hier? Wir brauchen einen Plan. Ja? Sonst heißt die Folge nämlich schön sterben mit Halva. Alter, warum lege ich mich auch mit diesem Feuerskelett an? Aber vielleicht haben wir ihn jetzt ein bisschen weiter weg gepusht.
Ja, das kennen wir schon, ne? Machen wir das Ganze noch einmal. Die wird auch denken hier. Die Helgi. Was macht denn der schon wieder hier? Das ist auch so unübersichtlich, wo man gestorben ist, ne? Was ist denn das da unten? Was seid ihr denn? Waldwächter. Alter Schwede. Die sehen aber auch geil aus. Bleib ja da unten. Ist keine Zeit für dich. Sind wir hier runter? Ja, ne? Aber vielleicht sehen wir jetzt unseren Leichenpunkt. Oder unser Leichensäckchen. Das ist ja nur gar nicht so klein, ne? Bin ich eigentlich geflogen im Falle des Sterbens vorhin? Weil dann ist er wieder in der Luft. Dann kann ich ihn auch auf dem Boden nicht sehen. Es regnet auch noch. Es ist einmal schönes Wetter und jetzt regnet es. So, Augen aufhalten. Da läuft das Skelett. Da ist der erste Leichenpunkt. Wir laufen mal von hier oben rein. Den sehe ich, aber den zweiten sehe ich nicht. Ich schleiche jetzt mal. Da ist er. Ist es gar nicht. Wo ist denn unser zweiter Leichenblut? Da ist was. Oh, bitte lass es das sein. Jawohl. Wir haben ihn. Aber der Besen ist weg. Er ist oh, der muss repariert werden. Das ist ungünstig. Aber wir lassen uns jetzt noch nicht davon abbringen. Wir probieren es jetzt nochmal. Ich gucke mir jetzt nur mal an, was die Jungs hier so drauf haben. Er ist schon ein 12er Hirsch, ne? Achtunddreißig. Dämonischer Wichtel. Ich glaube nicht, dass wir hier so richtig sind. Das ist ja... Das gesehen, ich durfte den Düsterwolf noch gar nicht kriegen. Oh. Dann sind wir noch gar nicht in der Stufe, um den haben zu dürfen. Es ist ja auch interessant, dass man der Stufenquest klassisch sein muss,
um die Viecher zu tamen. Das ist ja krass. Das habe ich jetzt so aber auch nicht gewusst. Jetzt müssen wir nochmal den Loot holen oder was? Ja, da rüstet sich aber jetzt das Schwert hier aus. Und dann machen wir den jetzt weg. Und dann ist gut, dann gehen wir, dann bleibt mal dort. Dann ist das heute die Sterbefolge. Was soll ich machen? Hoffentlich die letzte. Aber das ist ja krass. Und dass der Besen jetzt auch noch kaputt ist, ist richtig kacke. Nur es bringt mir wirklich jetzt auch nichts, nach Hause zu laufen und einen neuen Besen herzustellen. Das hat keinen Wert. Wir holen uns jetzt unsere Leichen. Also unsere Leichenteile hier zum zweiten, zum dritten Mal, Entschuldigung. Ja, und dann ist das heute halt einfach die Rest in Peace Folge. Aber das Tame in größeren Gefilden können wir da erstmal sein lassen. Das ist ja unfassbar. Schwierig. Da unten war ein Drachen, habt ihr dann gesehen. Wer hat eigentlich die Idee gehabt, dass wir hierher gehen? Ich, ne? Der Halber war das gar nicht. Der Halber denkt sich jetzt wieder, was ist eigentlich mit dir los? Warum sind wir hier? Tja. Aber den Wolf kriegt man, glaube ich, weg. Das Skelett wird schwierig, aber den Wolf, den kriegt man weg. Das andere Skelett. Nein, 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 nicht zum Skelett runter. Bist du denn noch wahnsinnig? So, und unser Loot ist ja im Endeffekt hier. Da liegt er. Der Wolf ist anscheinend auch nicht mehr da. Gut. Da unten läuft er rum. Ach, schade. Wir gehen mal hier runter. Ist hier irgendwo noch ein Turm? Da drüben ist ein Turm, glaube ich, zum Freischalten, oder? Nee. Hier sind gar keine Türme. Ich glaube, wir haben sogar alle Türme freigeschalten, die so in der Umgebung liegen. Da ist ein Schwein. Bei dem können wir es doch nochmal probieren. Ja, Stufe 38. Das heißt, glaube ich, wir sind Stufe 24. Und wir können auch erst die Viecher tamen, die in unserer Stufe, glaube ich, liegen. So würde ich das sehen. Also so würde ich es mir vorstellen können. Jetzt rennen wir natürlich hier rum. Und haben keinerlei Möglichkeit. Den könnten wir zum Beispiel machen, siehst du? War man fährt. Aber so ein Pferd kriegen, da brauche ich, glaube ich, eine Tamungsfalle, oder? Vielleicht schaffen wir es ja doch noch heute, ein Pferd zu sehen. Da steht eins hinter der Mauer. Versteckt sich.
Ja, das wird man schaffen. Ja, wir kriegen es aber angehittet. Mit Besen wäre das, glaube ich, einfacher. Ah, schade. Da oben ist ein Wolf. So, das war's, glaube ich, mit unserem Pferd. Die Reichweite müsste größer sein. Das müsste hierher kommen wieder. Aber ich glaube, das wird nichts. Bleib mal hier in der Baum stehen. Jetzt ist es da oben. Und wird wohl ewig da oben bleiben. Die Ratte. Nee. Das wird so nichts. Da brauchen wir die Taming-Falle, glaube ich, bei den Pferden. Ein Schwein würde gehen, weil es uns angreift. Ein Bär würde gehen, weil es uns angreift. Ein Wolf auch. Aber hier, unser Pferd da oben. Ist es das eigentlich? Ja, nee. Ja doch, es ist es. Aber das wird nichts. Was kommt da oben? Da kommt ein Schwein jetzt runter, ne? Nee, ein Wolf. Was ist das? Es ist ein Wolf. Ah, den schaffen wir leider auch nicht. Den Düsterwolf. Der schafft halt unser Pferd jetzt. Gut, ihr Lieben, da wisst ihr da Bescheid. Ich gehe jetzt darüber mit euch. Da bin ich dann sicher. So, dann hole ich euch morgen hier ab. Dann gucken wir mal, wie wir hier weiterverfahren. Was wir noch so alles finden. War halt heute eher die Sterbefolge. Wer weiß, was hier noch alles passiert. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.